Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Transportfieber. Ja, erste Mal angekommen, unsere BR-103 Lufthansa Spezial Airport Flughafen, hast du nicht gesehen? Ja, und wie wir in der letzten Folge gesehen haben, und da habt ihr recht auf jeden Fall, haben sie alle geschrien, mach da die anderen Schienen hin, natürlich. Wenn wir den ganzen Weg nur mit 120 km/h rumdödeln, ist das natürlich nicht Sinn und Zweck der ganzen Übung. Deswegen werden wir hier die Gleise auch noch aufwerten. Oh, mecker mal, mein Freund. Dann bekommen die älteren Dieselherrschaften auch noch neue Gleise. Dann haben wir hier in diese Strecke richtig investiert. So, und hier auch nochmal. Und dann ist das doch schön. Fragezeichen, warum fährst du falsch rum? Man weiß es nicht. Ich hasse es an diesem Spiel, wenn man echt an der Strecke rumbastelt, dass dann die Züge sich andersrum einreihen und man die ganzen Strecken erstmal kontrollieren muss, was denn da los ist. Guck mal, er fährt auch jetzt falsch rum. So, jetzt aber. Und wo ist er? Er ist dort. Alles gut. Das scheint zu funktionieren. Ein Weg elektrisch. Willst du mich veräppeln? Er will mich veräppeln. Warum kein Weg elektrisch? Was hat er nun? Linie ist weg. Warum denn das? Hören wir doch einer auf. Was ist denn nun hier passiert, mein Freund? Ach, der Bahnhof. Der Bahnhof. Warum hat der Bahnhof auf einmal keinen Strom mehr? Sehe ich null. Da sind immer ICEs reingefahren. Warum war jetzt da kein Strom mehr? Ich verstehe es nicht. Manchmal verstehe ich das Game nicht. Ich hoffe, dass jetzt nicht alle Linien hier, ja, nicht mehr funktionieren. Warte auf freie Wege. Da ist gerade jemand drin, okay. Ey, nicht, dass wir uns jetzt hier alles zerschossen haben. Dann kriege ich eine leichte Krise. Massenzüge. Wo sind unsere ganzen Züge? Fährt hier lang? Okay. Wir werden schauen, ob hier jemals nochmal ein Zug lang fährt. Es wäre auf jeden Fall zu hoffen. Ja, irgendwas ist hier schief gelaufen. Aber so richtig schief gelaufen. Gut, ich würde sagen, wir warten einfach mal ab. Und schauen dann mal. Ist er wieder unterwegs hier? Der ist wieder unterwegs hier. Sehr schön. So, jetzt müsste er ja auch über 120 km/h fahren. Zwar nur kurzzeitig, weil die Strecke ja nicht allzu lang ist, aber wir fahren auf jeden Fall schneller als mit den 120er Schienen. Das ist doch schon mal ganz schön. 140 sollte er knacken, vielleicht sogar die 150. Und das sieht doch schon sehr gut aus. Könnten wir also rein theoretisch auch die 160er Flughafen-Lok, wenn es denn mal soweit sein sollte, hinschicken, die BR-111. Denn wir kommen knapp über 160 km/h. Ganz knapp. So, okay, die ersten Züge kommen ja auch wieder rein. Oh, warten wir einfach mal, wie das jetzt sich so verhält. Oh, wird wieder voller. Okay, gut, lassen wir einfach mal so. Wir müssen uns um einen Flughafen kümmern und dann um die Flugzeuge. Denn bisher ist ja noch nichts hier los. Denn warum sollten sie auch dorthin? So, was habe ich mir überlegt? Wir bauen hier so weit wie möglich weg den Flughafen. Und da wir ja hier in Leer sozusagen alles schön aufbauen wollen, würde ich sagen, bekommt Leer auch noch von uns einen Flughafen spendiert. Dann ist die Frage, wo? Wo wollen wir... Ich würde ja gerne den Flughafen, wenn es geht, irgendwie hier hinbauen.
dann hier unter der Brücke noch eine Straße lang ziehen, wenn das funktioniert. Die Höhe sollte es auf jeden Fall zulassen. Frage ist, lässt die Stadt auch zu, dass wir hier einen Flughafen hinbauen? Weil der Flughafen ist ja nicht gerade klein. Aber hier würde er auf jeden Fall hinpassen. Das ist doch schon mal viel wert. Dann würde ich sagen, machen wir das auch. Ich glaube, so ist das in Ordnung. Dann können wir... Genau, so machen wir das. So machen wir das. Ganz gut aus. Und jetzt müssen wir noch eine mittlere Landstraße irgendwie hier unter der Brücke durchkommen. Und dann können wir nämlich auch noch vielleicht eine Tram dorthin schicken. Das würde mir auch noch ganz gut gefallen. Kommen wir irgendwie hier drunter? Würden wir kommen? Machen wir dieses. Die Häuser sind weg, aber die werden wieder neu gebaut. Oh, das ist ja auch eine nette Krümmung. Da müssen wir ran, ne? Ja. Dann würde ich sagen, bauen wir doch einfach hier auch nochmal so ein schönes Rammbahnhof. Denn aus? Hm, bisschen langweilig. Das gefällt mir schon mehr. Bauen wir doch noch... Oh, das passt sogar hier hin. Schön. So. Relativ parallel. Und sehr nah an den Gleisen. Das ist schön. Ein paar Bäumchen damit bei. Aber warum Bus und nicht Tram? Okay, weil wir da die Gleise machen müssen, dann wird er sich wahrscheinlich selbstständig den Bahnhof erneuern. Und zwar werden wir ihm mal geht eigentlich das? Rasengleis. Rammgleise elektrisch. Cool, das funktioniert sogar. Weil da müssen ja keine Autos in dem Sinne hin, sondern nur... Jetzt hat das, okay. Da müssen ja nur sozusagen die Gleise hin. Wie sieht das denn aus? Jetzt haben wir nämlich hier keinen Mittelweg oder keine Straße, sondern wir haben nur die Gleise. Finde ich sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Können wir den jetzt noch umbauen, aufrüsten? Tramgleise elektrisch. Sehr schön. So funktioniert das also. Cool, und wir haben mal hier eine neue Mod ausprobiert. Habe ich nämlich auch noch nicht gemacht. Und zwar die Rasengleise. So nennen sie sich. Und da kann man halt einfach parallel sozusagen Gleise langführen. Warte, man kann jetzt hier nicht eine Straße noch daneben ransnappen. Das wäre natürlich auch noch genial, wenn das funktionieren würde. Aber so sieht das schon ganz cool aus, finde ich. Ja, dann würde ich sagen, vom Bahnhof nehmen wir eine neue Route. Neue Linie. Und zwar haben wir jetzt hier machen wir Flughafen leer. Flughafen leer. Tram. Müssen wir die andere auch noch umnennen. Hat man nämlich Flughafen. Flughafen leer. Tram. Alle. Auf dem Bus da. Und das nennen wir mal da 3 Flughafen und das war in HG No. Ich glaube, so ist das besser, weil wir 2 Flughäfen haben. Ich glaube, so ist das besser zu unterscheiden. Wir nehmen mal blau. Fangen hier an beim Bahnhof und fahren dann hier lang. Das war's auch schon. Und wo ist unser Depot? Wo hast du dich versteckt? Da ist es. Dann holen wir hier noch ein paar Trams. Was haben wir denn hier für schöne Sachen? Lalala. Wer bist du denn? 168.000.
Die TARDIS. Wie wär's denn damit? Nicht ganz cool. Nehmen wir mal. 1, 2. Machen wir mal 3 Stück im Moment. Linien zuweisen Flughafen. So. Ja, einmal die ältere Variante und einmal eine sehr moderne Variante für den Flughafen. Auch nicht schlecht. Sound ist schön. So, vorbei an unserem schönen Eiffelturm. Ja, eine schöne Tram auf jeden Fall. Kannst du nicht meckern. Da unsere Pferdchen. Ja, dass das funktioniert dann mit den Pferdchen, dass die sich da lang... dass da Leute einsteigen und da langfahren. Auch auf jeden Fall sehr interessant gewesen. Unsere schöne Kirche. Passt auch super zum Stadtbild. So. Jetzt geht's auf. Zum Flughafen. Nein, erstmal die Menschen umfahren. Oh. Ah, er möchte nicht zum Flughafen, er möchte erstmal zum Bahnhof, okay. Und auch eine interessante Kreuzung mit den Tramgleisen. Hat was. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Wir brauchen auf jeden Fall ein Flugzeug und wir brauchen eine Route. Deswegen nehmen wir mal eine neue Linie und nehmen wir mal Sonnengelb. Das nehmen wir einfach mal... Puh, wie nennen wir das denn? Airline? Aber das ist alles so lang. Komm, wir machen einfach leer nach... Hagenau. Wir machen wirklich Airline. Airline, Lea, Hagenau. Check. Fliegen von... Okay. Auch nicht schlecht. Wir fliegen von hier nach... Dort. Warte. Der fliegt ja interessant. Mal eben eine 8. Okay. Scheint aber zu funktionieren. Ja, jetzt müssen wir halt noch einen Flieger kaufen. Dann schauen wir mal, was wir da nehmen. Hier haben wir ein Depot. Fahrzeug kaufen. Was haben wir denn da? Ein Airbus A320. 38 Passagiere. Wow. 21 Passagiere, 55 Passagiere. Hier und... Oh, warte, eine Concorde. Ich glaube, ein Überschall-Triebwerk brauchen wir nicht, ne? Ach, hier, was Süßes, Kleines. Mit Douglas. Cool. Ne, ich würde sagen, wir nehmen eine Boeing. Mit 1 Million geht's noch. 21 Passagiere für 1 Million. Alter Verwalter. Aber gut, wir nehmen die einfach mal. Hier haben wir noch... Eine holländische? Hm, weiß ich nicht. Haviland, der Haviland? Hört sich so an, keine Ahnung. Wir nehmen aber mal die Boeing, die kennt glaube ich jeder. So, kaufen wir. 6 Millionen, alter Verwalter. Linie, Airline. Unser erstes Flugzeug auf der Anlage. Ein dreifaches, hip hip, hurra! Guck mal hier extra. Ausgespartes Dach für den Heckflügel. Klick und geht sogar runter. Schöne Animation auf jeden Fall. So. Oh, weia, weia, weia. Da sind wir ja aufgeregt, sind wir da. Unser erstes Flugzeug auf dieser Anlage. Enttäusch uns nicht, Boeing. Gut, im ersten Flug wird es uns enttäuschen, weil hier kein Schwein ist. Oh, sogar die Türen sind animiert. Da sind Fahrgastbrücken noch. So. Flieg und Sieg oder so.
Oh, sogar. Da ruft sogar jemanden aus. Auch schöne Sounds. So, dann fahren wir erstmal spazieren. Auf der Startbahn und dann geben wir mal kurz ein bisschen Schubkraft. So, letzte Kurve und dann jipp ihm. Und dann jipp ihm. Na, na? Oh, jetzt, jetzt. Na, na? Ah, jetzt. Hoch mit der Nase. Und jetzt sehen wir mal unsere Anlagen von oben. Sehr schön. Herrlich. Einmal bitte einlenken. Schön, schön. Ja, schön. Über unseren Fluss fliegen wir hier. Da sieht man mal die ganzen Städte aus der Luft, aus dem Flugzeug. Oh, ist relativ hoch, das Flugzeug. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die so hoch fliegen, aber nicht schlecht. So. Oh, Sprit leer. Triebwerke aus. Absturz. Klack. Kurzes Vergnügen. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr cool aus. Schön. Super. Oh, jetzt wieder Vollgas. Schnell fliegen wir eigentlich? Fragezeichen. Warte. km/h. Das ist ja mal ordentlich. 600 km/h. Wo müssen wir eigentlich gleich rechts? Genau, Triebwerke auf 700 km/h. Wenn Sie rechts mal einlenken würden, Herr Pilot. Entschuldigen Sie, dort ist die Karte vorbei. Oder wo wollen Sie hin? Na denn, frohe Weihnachten. So, Ladies and Gentlemen, wir werden einen kleinen Umweg nehmen über Warschau. Wir fliegen einmal außerhalb unser Map. Auch nicht schlecht. Ich glaube, der Pilot ist eingeschlafen und hat einfach vergessen, sein Außenruder so ein bisschen und so. Oh, warte. Da freut sich doch jeder Passagier, wenn er so ein abgesägtes Landstück sieht. Hervorragend. So, wir werden jetzt aber in den Landeanflug kommen. Wenn Sie bitte einmal den Sinkflug beginnen würden. Vielen Dank. 200 km/h, okay. Aber es dauert echt schon jede Menge Zeit, um überhaupt hier mal von A nach B zu fliegen. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so lange dauert. Da bin ich ja mal gespannt, ob da überhaupt der ein oder andere Knirps mit einsteigt. Oder ob die sich denken, nee, nee, das wird viel zu spannend und aufregend, dieser Flug. Oh, das sieht aber sehr schön aus, hier über die Stadt rüber zu fliegen. Cool. Hat auf jeden Fall was, wenn hier so ein Flugzeug mal eben über die Köpfe fliegt. Schön. Sehr gut. Unser erster Flug hier auf dieser Karte. Ich bin hellauf begeistert. Und wenn jetzt hier auch noch irgendwelche Typen denn demnächst mal stehen würden, dann wäre ich noch viel, viel begeistert. Tatarara. Da müssen wir mal gucken, ob wir unsere Begeisterung noch steigern können. Wäre auf jeden Fall zu erhoffen.
wenn das so funktioniert, wie wir uns das vorstellen, dann vielleicht noch das ein oder andere Flugzeug mehr kaufen, dass dann noch mehr Action ist auf der Linie. Auf unserer Airline-Linie. So, hier steht auch noch keiner. Traurig, aber Warzenschwein. Was sagt denn eigentlich 14 Minuten? Ich würde einfach sagen, wir nehmen hier gleich noch ein zweites Flugzeug. 1 Million. Hier war doch noch eins mit 1 Million. Genau, den nehmen wir dich noch dazu. Kannst auch 21 Passagiere nehmen. Und Linie zu weisen, Airline. Schauen wir uns dich auch noch mal kurz an. Wie du aussiehst. Oh. Auch nicht von schlechten Eltern gesegnet. Auch schön. Okay. 6 Minuten. Das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht für ein Flugzeug. Und dann schauen wir einfach mal. Wir werden natürlich jetzt richtig nasse machen mit der Linie erstmal. Aber nun gut, 300 Millionen haben wir ja noch auf dem Konto. Ein bisschen was hat ja auch funktioniert mit unseren Routen bisher. Ja, ich würde sagen, für unseren ersten Flug, was die Flugzeuge hier auf unserer Anlage angeht, war das gar nicht so verkehrt. Ja, ich würde sagen, ich verabschiede mich aus dieser Runde. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und dann schauen wir einfach mal, ob das mit den Flugzeugen funktioniert oder ob wir da noch ein paar Optimierungssachen einfügen müssen. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.